Nimmst du dir die Kisten hier rüber? Die erst? Nicht die runden, die machen wir zum Schluss. Die große. So, wir packen jetzt die Lunchpakete, machen alles komplett fertig. Dazu gehört natürlich auch Besteck, Gabeln, Löffel, weil sie bekommen ja heute auch noch Joghurt. Das muss ich hier soweit fertig, Getränk rein und den Rest macht Michaela. So. Ja, wie gesagt, Thomas hat schon fleißig das Essen reingepackt, das Getränk, Besteck, Serviette. Sie bekommen jetzt dann noch wieder einen Joghurt dazu. Das sieht heute ein bisschen mehr aus, wenn einer sagt 3 Euro. Mann, wie kriegen die das hin? Wir haben natürlich in diesem Fall heute die Südfrüchte geschenkt bekommen, gespendet bekommen. Deswegen bekommt auch jeder eine Banane und eine Orange und etwas für die gute Seele, eine Tafel Schokolade. Die haben wir auch gespendet bekommen und fürs Abendbrot ein Stückchen Brot. Das ist natürlich heute, wie gesagt, etwas mehr als 3 Euro, aber es sind heute auch Spenden dabei. So, und die Tüten werden abgeholt von der Tee- und Wärmestube. Die kommen nachher gegen 3 Uhr. So, dass sie praktisch nur noch die Ausgabetüten machen aus dem Fenster. Am Anfang, im März, April, Mai, Juni, wurde drüben das alles verpackt. Das kam dann komplett so rüber. Das dürfen wir aber nicht mehr. So, dass also keine Menschenansammlung da drüben sind und das komplett gleich so abgegeben werden kann an die Leute. Und die holen das dann, die Obdachlosen, und gehen dann auch gleich wieder. Das ist natürlich mit der Plastik ist das nicht gut, aber anders ist es keine Möglichkeit, so dass sie das gleiche entsorgen können. Normalerweise wird ja, wenn die Tee- und Wärmestube offen ist, drüben gekocht. Und dann kriegen sie auch ganz normal Besteck und Porzellan. Aber in der Corona-Krise geht das leider nicht. Ich habe hier echt heute Probleme. Warum auch immer. Die kriegen heute nicht viel rein in die Kisten. So, jetzt haben wir die Lunchpakete fertig gepackt und die gehen jetzt in einer halben Stunde, kommen die Sozialarbeiter von der Tee- und Wärmestube und holen die Tüten ab und werden dann sofort drüben aus einem Fenster heraus die Tüten ausgeben. Die verpacken drüben nicht mehr, deswegen wird das hier alles gemacht. Und das ist dann relativ schnell und unkompliziert. Es stehen sehr viele Menschen drüben, aber das sind Ordnungskräfte drüben, die aufpassen, dass die Abstände eingehalten werden. Und dann ist das innerhalb bis 17 Uhr, ist das dann erledigt. Schade ist eigentlich, dass sie keinen Kaffee und Kuchen mehr drüben bekommen können, aber das geht im Moment nicht.